Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit was fürs Bettchen. Und zwar die Sunrising Bedding Matratzenauflagen. Oder dazu sagt man auch Topper. Sie sind in 90 x 2 Meter erhältlich, aber auch in anderen Größen. Sunrising Bedding hat ein großes Angebot von vielen unterschiedlich dimensionierten Matratzen und Toppern, und das ist auch sinnvoll, denn es gibt ja unterschiedliche Betten. Bei uns ist es so, 90 x 2 Meter ist der Standard. Ich habe jetzt hier 92 x 2 Meter zu 7,5 cm Sunrising Bedding Matratzenaufleger, man nennt sie auch Toppings, mit der Artikelnummer SR90-2022-0407. Und diese Teile werden meist, oder die kommen aus dem Bereich der Boxspringbetten. Ein Topper bildet nämlich dort den Abschluss des Boxspringbettes selber. Dabei handelt es sich um eine mehrere Zentimeter dicke Matte, die darunterliegende Matratze schont und den Schlafkomfort erhöhen kann. Der Topper selber besteht hier aus diversen nicen Zeugs. Erstens, der Matratzentopper ist 7,5 cm und besteht aus hochdichtem 50D Gel Memory Foam. Also es ist ein Memory, sprich ein mit sich erinnernder Schaum, der sich also eurer Kontur anpasst und dadurch diese Kontur beibehält, damit ihr einen besseren Schlafkomfort genießen könnt. Dadurch bietet es nämlich den optimalen Komfort uns an. Hochwertiger Gelschaum gewährleistet herausragende Langlebigkeit und gleichzeitige Atmungsaktivität. Denn man soll ja im Bettchen nicht schwitzen, man soll aber auch nicht frieren. Und deshalb ist es wichtig, dass dort das Material, welches unter euch liegt, sprich auf dem Topper, eine Atmungsaktivität anhält. Der Topper liefert ein erholsames Liegegefühl für alle gängigen Schlafpositionen. Ihr seid Rückenschläfer, kein Problem. Seitenschläfer, kein Ding. Oder Wampenschläfer, auch kein Problem. Der Topper handelt alles. Dieses Produkt hier ist nach Ökotex Standard 100 und CertiPure US zertifiziert, was für Sicherheit und Qualität steht. Der Schaumstoff da drin ist atmungsaktiv und reguliert die Temperatur, um natürlich dann ein angenehmes Schlafklima zu gewährleisten. Das ist besonders beim Schwitzen wichtig, denn wir wollen nicht unbedingt schwitzen, deshalb ist es sinnvoll, dort eine Atmungsaktivität zu haben. Der pflegeleichte Bezug besteht aus einer perfekten Mischung von 55% Polyester und 45% Baumwolle. Und wir können ihn mit 40 Grad Celsius waschen. 50 ist natürlich auch noch möglich. Dann wird er nämlich garantiert laut Sunrising Bedding nicht schrumpfen und bekommt auch kein Pilling. Der Matratzentopper eignet sich dank der 3D-antirutschenden Unterseite und der einstellbaren Gummibänder vielseitig für verschiedene Bettarten selber. Deshalb, es ist nicht nur, dass ihr einen Topper an einem Boxspringbett benutzt. Ihr könnt es an jedem Bett benutzen. Es kommt halt nur aus dem Bereich der Boxspringbetten, klassisch gesehen. Der Matratzentopper eignet sich dank der 3D-antirutschunterseite sehr gut für unsere Bettarten, in dem Fall hier 90 x 2 Meter, sollte darunter sein. Sprich, die Matratze, die unter dem Topper liegt, sollte die Maße 90 x 2 Meter haben. Wir können dies natürlich auch bei einem 1,80er Bett auch unterteilen in 2,90er. Klar. Oder bei einer durchgängigen Matratze, bei einem 1,80er Bett, können wir dort nämlich zwei davon setzen, beziehungsweise ein durchgängiges Bett stellen. Die Topper gibt es nämlich in verschiedenen Größen. Wir haben hier eine gute Verpackung, wie ihr seht, sie ist recycelt. Danach kommt da zum Vorschein eine schöne Tasche und so können wir dem zufolge auch sehr gut mit navigatorisch unterwegs sein. Das Tolle ist, der Hersteller bietet uns 120 Tage Probeschlafen an und er gewährt 10 Jahre Garantie aufs Produkt. Das heißt also, Sunrising Bedding
ist nämlich in den Staaten schon sehr am Start. Die werden bei Walmart und bei allen anderen führenden in Amerika sich befindenden Märkten vertrieben. Und jetzt gibt es sie auch in Germany, in Deutschland bald. Und da ist also schon was hinter, wenn ein Hersteller 10 Jahre Garantie auf sein Produkt gibt, weil es so lange Zeit, wisst ihr? Verdammt lang. Andere wechseln in der Zeit dann schon wieder den Topper aus. Nicht schlechter Specht. So, wie sieht es aus? Das Ding kommt zu euch hier, so in einer Verpackung. Das heißt also recycelt aufgestellt. Wir können das auspacken. Es ist ganz kompakt gesetzt, was gut ist im Matratzenbereich, um nämlich dann einfach mehr zu verpacken, mehr zu setzen. Ihr seht, hier sind die Maße abgebildet. GE 90 to 200 to 7,5. Das heißt also 90 mal 2 Meter. Das ist so der Standard, das Standardmaß in Deutschland. Unten ist auch eine Möglichkeit, noch etwas Informatives reinzupacken. Und dann habt ihr hier so einen Schlafsack. Ne? Damit könnt ihr also gut unterwegs sein. Ne? Also wenn ihr die auch mal mitnehmen wollt, ist es möglich. So, jetzt gucken wir uns das Ding einmal an hier. Wir haben hier einen sehr schönen Verschluss dran. Und dann können wir das herausholen. Also erstmal, wir haben hier Tragefreunde am Start. Und dann krepeln wir das hier raus, indem wir das so aufpulen. Wie so eine Wurst. Können wir das hier raus. Bam! So, hier haben wir die innere Verpackung. Da ist nochmal ein Branding drauf. Sunrising Quality Mattress and Best Price. Wir haben hier also die Tragekomfort. Verpackung innen. Also ihr seht, die haben das doppelt und dreifach verpackt. Hiermit könnt ihr richtig gut dann auch mal bei einer LAN-Party oder so aufschlagen, denn hier ist unsere Matratze jetzt drin, unser Matratzen-Topper. So, der Matratzen-Topper ist natürlich vakuumverpackt. Das bedeutet, wenn wir diesen Tapat öffnen, dann wird er sich expandieren. Und dann wird er auf diese 7,5 cm kommen. Also, wenn ihr das so bekommt, habt keine Angst. Da ist trotzdem Volumen drin. Der muss sich, oder das Volumen muss sich aber erst noch entfalten, um dort richtig losballern zu können. Das heißt, ihr geht hin und werdet an der Seite dann reißen. So. Und können das Produkt dann ausfalten. Also, wir haben eine Außenverpackung. Die ist cool, könnt ihr benutzen, sehr gut zum Campen. Dann haben wir eine Innenverpackung, die ist cool zum Mitnehmen, mit Tragewurf, kann man danach auch sehr gut verwenden. Und dann kommen wir zum Topper selber, der hier jetzt sich in einer Vakuumverpackung befindet. Okay? Vakuum. Denn wenn ich das jetzt öffne, passt auf, hört mal, saugt er jetzt die Luft an, die um ihn herum so abgeht und wird das Material dadurch expandieren. Und dann seht ihr hier, sehr schöner Stoff. Fühlt sich sehr fluffig an. Ach, super fluffig, echt schön. Und dann haben wir hier die Halteriemen. Die sind sehr gut expandierbar. Das heißt, damit kann man das um die Matratze darum wickeln. Na, also an den Ecken, an den Kanten. Und das hält dann besser. Und dann haben wir hier eine Seite, die ist mit einer strukturierten Gummioberfläche versehen, damit es nicht, auch wenn ihr mal ein bisschen Action im Bettler haben solltet, damit der Topper sich nicht verschiebt, zumindest nicht im Ganzen, sondern nur oberflächlich, dass wir dort bequemer dann arbeiten können. Dann haben wir einen sehr schönen Oberstoff. Dieser Oberstoff können wir entfernen und waschen, wie gesagt, bei 40 Grad oder 50 Grad. Dafür müssen wir einfach hier den Reißverschluss öffnen und können das abnehmen in die Waschmaschine. 40 Grad, danach trocknen. Wenn es trocken ist, kann man wieder aufziehen und weiterballern. Also ein sehr schönes Material haben wir hier verwendet. Sehr schön. Auch schönes Muster. Da sind solche Schneeflocken drauf. Oder Blumen, so Schneeflockenblumendesign ist das hier. Der Topper selber hat eine Memory Foam, das heißt also, wir merken, dass der ist jetzt nicht hart, sondern so,
der ist strukturiert. Also man merkt ihn, das heißt, wir legen ihn erstmal dann hin, lassen ihn expandieren ein paar Stunden und werden dann die erste Nacht drauf schlafen. Und dann wird der Memory Foam seine Memory-Funktion anwenden und so wird er sich das dann merken, wie wir uns so dort bewegt haben. So, und das sieht dann so aus drin. Das ist jetzt noch ein bisschen gequetscht, da muss alles noch ein bisschen expandieren, weil da muss Luft dran erstmal. Und danach kann man dann losballern und eine schöne Nacht haben. Ne? Wirklich cool, sehr schön verarbeitet alles. Sunrising Bedding hat hier wirklich einen coolen Job abgesetzt. Es ist auch sehr gut im Sommer. Das kühlt nämlich gleichzeitig auch noch runter. Das heißt also, durch die Atmungsaktivität im Stoff und im Topper selber habt ihr dort eine kühlende Funktion im Sommer und im Winter eine isolierende Funktion. Sehr zu empfehlen, vor allen Dingen auch, um erstmal den Komfort zu erhöhen beim Schlafen und zweitens aber auch die Hygiene zu maximieren, weil ihr habt dann die Matratze zum Beispiel sogar noch hygienischer geschützt mit einem Topper. Und es ist noch bequemer. Yeah, das ist das Sunrising Bedding Topper am Start. Hier in dem Fall 90x2 Meter. Ihr bekommt ihn aber auch in eurer Größe, die ihr benötigen solltet für euer Bälle. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun, Sun.